Herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalendertürchen. Wir sitzen hier im Wohnzimmer in der Winterzeit. Wir machen heute mal ein Gesellschaftsspiel. Es kommt selten genug vor bei uns. Und wenn, dann sowieso nur im Winter. Wir spielen heute das altersbekannte und immer noch beliebte Schwarzer Peter. Kennt wahrscheinlich jeder. Falls nicht, kurz erklärt. Wer zuerst keine Karte mehr hat, hat gewonnen. Man kann immer Pärchen ablegen. Im Uhrzeigersinn wird gezogen. Und wer den Schwarzen Peter am Ende behält, der hat verloren. Und wird bestraft. Wird bestraft. So, wir haben hier schon was vorbereitet, um es ein bisschen schnell zu machen. Wir haben hier drei Kartenhaufen, das ist alles gemischt. Und wir versuchen das ein bisschen mit der Kamera hier euch zu zeigen, damit jeder weiß, was gerade los ist. So, Karten aufnehmen und eben schnell die Pärchen ablegen, die man hat. Na toll, Stefan. Bei dir läuft es ja schon super. Na, so super auch nicht. So. Oh, das heißt ja auch noch nichts, ne? Genau. Ja, krass. So. Ja, du hast gesagt hier, aber hast die meisten Pärchen bis jetzt. So. Jetzt, mein Haufen hat eine Karte mehr als die anderen und darum muss von mir zuerst gezogen werden. So, John zieht von mir. Gut, nehme ich mal. Man muss ja immer vorsichtig sein. Ja, die Karten hier reißen. Und hat mich leider nicht weitergebracht. Gut. Gut, dann darf ich jetzt bei John ziehen. Oha, das lacht mich da an. Ich nehme mal die hier. Das ist ein Scheiß. Kann ich nicht gebrauchen. Wir wollten ja ein kurzes Video machen, aber wie ich gerade sehe, dauert das Spiel Ewigkeiten. Gut, nehmen wir mal die goldene Mitte. So. Und ja, tatsächlich ein Pärchen. Dann kein Pärchen. Ein Pärchen? Nicht schlecht. Der Specht. So. Das gibt's doch nicht. Das denke ich mir auch. Ich meine, ihr wisst ja, wer den Schwarzen Peter hat. Stimmt, ihr habt schon alle Blätter gesehen hier, alle Hände. Ich traue mich. Was soll ich sagen? Ich sag mal besser nichts. Na, endlich habe ich auch mal ein Pärchen. Gut, nehmen wir mal hier die Seite und ein neues Pärchen. Oh, Johnny. Wer Glück hat, sieht man am Ende. Ja. Puh. Hey, sag mal. Kann man auch mal mischen? Es wird doch dabei gemischt. Ein Pärchen. Langsam wird's ja. Ja. Nichts gebracht. Oh, ein Pärchen. Auch eins? Mensch. Nehmen wir die goldene Mitte. Und keins. Oha. Es wird spannend so langsam. Oh, Johnny. Och, Mensch. Lauf nicht. Ein Pärchen. Und wir haben den ersten Gewinner. Ach nein!
Was nehme ich denn? Ja, dann zieh mal. Oh. Und kein so, Pärchen. Ich hab schon mal Glück. Kann ich jetzt ja das Ganze filmen? Oder nee, machen wir weiter so. Ja, haben wir so angefangen, machen wir so weiter. Eieieiei. Zack. Ein Pärchen. Jetzt ist es für mich doppelt spannend. Nein! Gott sei Dank, aber das heißt ja noch gar nichts. Wahrscheinlich kriege ich das Ding gleich wieder. Oh! Soll ich das filmen? Welche Karte möchtest du? Ja, immerhin noch ein Pärchen. Ja. Ja, ja. Aber hier, den hier. So, nun? Na, sind wir fertig. Kommen wir zur Bestrafung, würde ich sagen. Ach, stimmt, und das fällt bei uns immer so aus, die Bestrafung. Wollen wir mit so einem kleinen Stift ein ganzes Gesicht schwarz anmalen? Nee. Aber. Wie wollen wir das machen? Nee. Mehr noch. Es wurde vom ganzen Gesicht gesprochen. Ach, was soll ich denn darauf malen? Zack, zack, zack. Mein Stift ist gleich alle. Viel Spaß beim Saubermachen. Ja, und ich hoffe, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr das Video wieder liken und uns abonnieren und dann noch schöne Vorweihnachtszeit und ich gucke mich jetzt erstmal im Spiegel an. Lecker. Machen wir es mal im Badezimmer, da haben wir dich. Ich dachte, jetzt hätte ich hier so ein Motiv bekommen, weil Simone hier irgendwas... Naja. Hole ich mir erstmal einen Waschlappen, womit ich das Ganze wieder wegmache. Sauerei auch.